Hey Leute, was geht? Ich bin's wieder, eure Becky, und ich bin hier am Start für euch mit dem allerersten Gaming-Video hier auf meinem Gaming-Channel. Oh mein Gott, es fühlt sich etwas komisch an. Es fühlt sich so an, als würde ich das allererste Mal YouTube machen. So nervös bin ich auf jeden Fall. Entschuldigt bitte, wenn es ein klein wenig chaotisch sein sollte. Auf jeden Fall fettes Danke an alle, die schon mal meinen Kanal abonniert haben. Wirklich ein fettes Dankeschön. Wir zocken heute ein Creepy-Spiel. Damit fangen wir direkt an. Ja, Becky und Creepy. Muss sein. Ihr habt doch ganz oft gefragt, Becky, könntest du Creepy-Spiele spielen? Roblox, Minecraft wurde auch richtig oft gefragt. Ja, Leute, das kommt auf jeden Fall. Creepy-Spiele sowieso. Roblox lieb ich. Leute, und verrückte Games, da bin ich sowieso dabei. Also, das wird es alles geben. Ich werde mal schauen, wie ich was so hochlade. Ich werde definitiv zweimal die Woche übrigens hochladen. Also, Dienstag und Donnerstag. Und dann eventuell Samstag oder Sonntag. Ich werde mal schauen. Auf jeden Fall zweimal die Woche könnt ihr mit einem Video hier rechnen. Aber legen wir los mit dem Spiel. Und das ist wieder ein Umfrage. Gespielt. Ich habe es schon auf meinem Hauptkanal 1 gespielt, was man nicht um 3 Uhr nachts spielen sollte. Und das ist genauso creepy, wenn nicht sogar noch gruseliger. Und zwar findet man das auf Roblox. Und ja, man sollte es auch nicht um 3 Uhr nachts spielen, deswegen spielen wir es jetzt auch nicht um 3 Uhr nachts, weil ich weiß, ich packe es nicht. Kurze Warnung an alle, die Kopfhörer tragen, nehmt sie lieber ab, weil ich werde schreien. Ich sag's euch, ich werde schreien und es tut weh. Ich habe euch gewarnt. Lasst unbedingt einen Daumen nach oben da, wenn ihr mehr Bock habt auf Roblox Games. Und schreibt eure Vorschläge halt, wie gesagt, gerne in die Kommentare. Und ich würde sagen, let's go. Ich hab Angst. Okay, Leute, dann starten wir mal. Warum ist es so laut? Oh, ich krieg einen Herzinfarkt. Wenn das so laut ist, dann schreie ich ja dann noch mehr. Wo sind wir? Finde dein Apartment. Okay, wir müssen jetzt unsere Wohnung suchen. Und warum höre ich Wassergeräusche? Und warum ist hier alles unbewohnt? Kein Schwein wohnt hier! Es tropft einfach mal aus der Decke. Wow! Traumwohnung! Was ist das denn hier? Trinity, ich bin's. Es tut mir leid, was ich alles getan habe. Ich hoffe, du verstehst, dass ich es nicht so gemeint habe. Ich verspreche, dass ich alles wieder richtig rücke. Okay. Irgendwie haben wir anscheinend Stress mit jemandem, der Trinity heißt. Was ist das hier? Digga, was ist das? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ein Frosch? Sieht hässlich aus. Ist das Rost oder ist das, was ich denke? Warum klopft es? Okay, wo wohnen wir hier? Okay, hier wohnt Trinity und hier wohnen wir. Da steht sogar mein Name dran. ich glaube nicht, dass das mein Zimmer wird. Wow, diese T-Shirt-Auswahl. Wow, voll mein Geschmack. Irgendwie klopft es hier. Ah, es regnet, deswegen. Ey, da winkt ja jemand. Hallo! Hallo! Ist überhaupt nicht creepy, du stalkst voll in mein Zimmer, aber okay. Gucken wir erstmal hier ein bisschen rum. Was ist das denn hier? Gruselige Puppe, ey. Gibt's keine heilige Waschmaschine hier? Was klingelt? Okay, wir mal eben. Wow, ich bin auf meinen Stuhl gesprungen, toll. What is wrong with you? Warte, was? The way you deal with handling responsibilities, running away from it. Okay, ich glaube, Trinity ruft uns an. The police have been interrogating me for hours. I am their prime suspect and they won't let me leave. If this is your fault. Klingt nach Stress. Irresponsible? For letting him play on the highway? No, I was dealing with the lawyer that you forced me to get. None of this is right. None of this was supposed to happen. You can't keep ignoring my messages, but warum if you ist think so I'm going to ignore you after you destroy my life and leave me to pick up the pieces. Ja, Hauptsache, der da hinten hat noch seinen Spaß. Oh, ich hasse Gewitter. Habt ihr auch Angst vor Gewitter? The only thing I have left has come true. I found you. Sometimes the shadows you see aren't shadows. Don't go home. Okay, ich soll nicht nach Hause gehen, aber ich bin zu Hause. Digga, du hast mich zu Hause angerufen. Hä? Was ist das für eine Logik? Ach so, wir müssen unseren Nachbarn zuwinken. Wo ist er? Wo verschwindet er? Ich wollte ihn gerade zuwinken. Hi, willkommen zu der Umfrage. Es gibt Ja- oder Nein-Fragen. Bist du bereit anzufangen? Ja, ich würde mal sagen ja. Definitiv. Ist deine Lieblingsfarbe gelb? Ich habe immer gelbe Thumbnails. Ist das Zufall? Ich glaube nicht. Nein. Bist du müde? Ja, ein bisschen schon, muss ich sagen. Ich habe echt schlecht geschlafen, Leute.
Hast du einen Sohn? Hä? Nein? Korrekt. Hast du dich jemals in den Schlaf geweint? Ich glaube, das hat jeder von uns mal. Also natürlich, ja. Jeder hatte das bestimmt schon mal, leider. Also, glaube ich. Keine Ahnung. Hattet ihr das schon mal? Nachher bin ich alleine damit und ihr denkt, oh mein Gott, was ist los, Becky? Keine Sorge, Leute, aber ich glaube, immer mal als Kind hast du das auch mal, ne? Wenn du Ärger bekommst von deinen Eltern oder so. Das ist nur ein Spiel. Du weißt das, oder? Ja, was soll es sonst sein? Gibt es einen Gott? Schon wieder diese Frage, wie beim ersten Spiel. Ich weiß es nicht, Leute. Ich glaube irgendwie, dass es da was gibt. Aber gibt es einen Gott? Keine Ahnung, ich sag einfach mal jetzt ja. Okay, Leute, jetzt wird es, glaube ich, gruselig. Würdest du eher wissen wollen, wann du stirbst? Oder den Grund? Ich glaube, ich würde eher den Grund wissen. Weil vielleicht kannst du ja noch was dagegen machen oder so. Was bringt dir das Datum, aber wenn du nicht den Grund weißt? Du kannst es ja dann so wenigstens auch irgendwie versuchen aufzuhalten. Okay. Was? Du weißt ganz bald schon die Antwort? Zum Glück spielt das nicht um 3 Uhr nachts. Ist das gruselig? Wenn du auf einer, ja, verlassenen Insel, glaube ich, stranden würdest, mit deinem Nachbar, mit dem da draußen, der da nicht mehr da ist, der mal bei mir reinstalkt, Horrorvorstellung, so ein fremden Nachbar, würdest du lieber verhungern oder... Was ist das für eine Ey Leute, was ist das für eine Frage? Essen oder sterben? Essen oder sterben? Essen oder sterben? Ich könnte niemals. Kann ich nicht irgendwie Pflanzen essen wenigstens? Muss ich irgendwie meinen Nachbarn... Ich weiß, ich würde irgendwas anderes essen, aber nicht den Nachbarn. Was ist das für eine Frage? Dein Name ist nicht, jetzt kommt mein Username. Oder? Nö. Also, so wie mein Username heiße ich nicht. Wäre es dir unangenehm, wenn jetzt Musik gespielt werden würde? Wenn es gruselige Musik ist, dann ja. Wenn es eine gruselige Spieluhr ist, dann auf jeden Fall. Soll ich jetzt ja sagen? Wenn ich nein sage, geht vielleicht die Musik nicht an. Ich habe das Gefühl, die Musik geht nämlich gleich an. Weil im Moment höre ich gar nichts, außer meinen Magen, der knurrt. Ich hab's gesagt. Was ist hier? Der Musikplayer ging an. Ich habe Angst! Kann ich das Ding ausschalten, Mann? Was ist das denn für eine grässliche Mucke? Okay, aus, aus, aus. Warum war das auch noch so rot? Bist du die einzige Person in dem Apartmentkomplex? Ich würde mal sagen, nö, weil ich habe ja noch eine Nachbarin, die anscheinend aber nur nicht zu Hause ist. Bist du dir sicher? Ja. Bist du dir wirklich sicher? Wenn du so fragst, nein. Ich bin mir nicht sicher. Dein Nachbar im nächsten Gebäude, zählt er denn? Er ist noch nicht zu Hause. Und er ist in einem anderen Gebäude. Nein. Empfindest du es als lästig, ihm zuzuwinken? Ja, also ich finde das schon ein bisschen unangenehm, wenn man seinem Stalker-Nachbar noch zuwinken soll. Aber ich fand ihn ja eigentlich ganz süß. Er hat wenigstens gelächelt. Hallo? Das ist eine nette Begrüßung, ja? Okay, wir sagen jetzt nicht gleich, er ist ein Stalker, aber ich würde mal sagen, nette Begrüßung. Nö, ich finde es jetzt nicht schlimm. Machst du dir um ihn Sorgen? Ja, schon ein bisschen. Er ist plötzlich abgehauen. Denkst du, du hast die Kontrolle? Über mich selbst oder über dieses Spiel? Bei dem Spiel bin ich mir nicht sicher. Nö. Antwortest du nur mit Ja oder Nein? Ja. Mann, das ist so weird. Warum ist das Spiel so weird? No. Ich fühle mich auf jeden Fall nicht so wie der Smiley. Würdest du dir Sorgen machen, wenn deinem Nachbar etwas passiert? Geht's dir gut? Wo bist du überhaupt? Ich glaube nicht, dass das nur einfach eilig hatte, irgendwas ist passiert. Ja? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich dachte, er ist nicht zu Hause. Oh mein Gott. Können wir zum Fenster? Hallo? Ich sehe da irgendwie ein Seil. Hallo? Da. Was ist da? Hallo? Oh mein Gott. Was
glaube, wir haben unseren Nachbarn gerade verloren. Wir haben keinen Nachbarn mehr. Geht's deinem Nachbarn gut? Ich glaube nicht. Was hast du mit ihm gemacht, ey? Denkst du immer noch, dass du die Kontrolle hast? Nö, das dachte ich mal vorhin auch schon nicht. Was haben die mit dem Nachbarn gemacht? Ich habe keinen Nachbarn mehr, jetzt bin ich völlig alleine. Macht dir das Ganze hier Spaß? Nee. Gut. Fühlst du etwas? Ja, Angst. Ich habe Angst vor diesem Spiel. Ist das bitte... Da ist etwas bei meinem Bett? Wo? Da ist doch gar nichts. Oh nee, bitte nicht eine Spieluhr. Ich hasse Spieluhren. Oh, dieses Ding da, dieses Clown-Teil. Ich hasse es. Ew, weh, das springt raus. Wer zum Teufel hat das da hingelegt? Hallo? Okay, da passiert jetzt nichts mehr. Aber er sagt doch gerade, da ist etwas bei meinem Bett. Was war das denn? Habt ihr irgendwas gesehen? Geht's dir gut? Ja. Hättest du Angst, wenn der Strom ausfällt? Ja, klar. Oh mein Gott, ich habe Angst, wenn ich das wieder höre. Okay, ich glaube, wir müssen jetzt zum Sicherungskasten. Oh mein Gott, oh mein Gott. Wo ist der Sicherungskasten? War es da vorne im Flur? Oh mein Gott, was ist das? Da, hinten. Da hinten müssen wir, glaube ich, hin. Oh mein Gott. Mal rein. Wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Ich würde niemals so im Dunkeln da hochlaufen. Digga, was macht ihr denn für Sterne? Eklige Puppe! Ist das die nicht aus meinem Zimmer? So alleine da in einem ganzen Gebäudekomplex. Würdet ihr das machen? Oh mein Gott, wer war das? Wer war das? Oh mein Gott, wie hoch muss ich bitte? Ist das hier? Liebe Becky, ich werde dir niemals vergeben. Und selbst wenn das Lied geendet hat, meine Melodie bleibt dir immer noch in Erinnerung. Ich lasse dich nicht damit davonkommen. Die Dinge werden niemals wieder so sein, wie es war. Das kann ich dir versprechen. Strom an. Und jetzt können wir zurück. Oh mein Gott, ganz schnell zurück. Also, lieber bin ich dann in meinem Zimmer, wo ich mich vielleicht einschließen kann. Okay, ich glaube, wir müssen hier wieder raus. Was ist das? Oh mein Gott! Ich hab Angst! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Oh mein Gott, kannst du nicht schneller laufen? Ich guck lieber nicht nach hinten. Was ist das? Schnell in mein Zimmer, schnell in mein Zimmer, schnell in mein Zimmer, schnell in mein Zimmer. Ich hab so Angst. Bist du dir sicher, dass du alleine bist in dem Gebäude? Ich glaube nicht. Irgendjemand hat gerade geklopft. Mein Nachbar hängt da auch noch rum. Nein. Du warst niemals allein. Ja, das war mir auch klar. Ich glaube, es spukt bei uns. Hast du ein Monster gesehen, als du zurück zum Zimmer gelaufen bist? Nein. Ich habe mich auch nicht umgedreht. Hat das Monster, dieses Biest, dich versucht? Wahrscheinlich. Es wollte bestimmt nicht nur kuscheln oder so. Ja, es ist bestimmt auch das, hat geklopft. Ekelhaft. War es aus einem bestimmten Grund hinter dir her? Ich glaube nicht. Es hasst mich einfach nur. Es soll mich in Ruhe lassen. Bist du allein in deinem Zimmer? Ja. Nein, bist du nicht. Weißt du, was dir passiert ist? Oh mein Gott, meine Tür ist aufgegangen! Ich habe Angst vor Jumpscares! Ja. Endlich! Was soll das denn heißen? Weißt du, wer die Tür geöffnet hat? Nö. Bestimmt der Computer. Ja, eben, hab ich doch gerade gesagt. Er hat es gemacht. Erinnerst du dich, wie es passiert ist? Ja, die Tür ist einfach aufgegangen. Etwas ist in meinem Schrank. Habe ich einen Schrank? Ich habe nur eine Kleiderstange. Oh,
Was ist das denn? Oh, wir haben hier noch einen Zettel. Hier ist noch einer. Okay, die werde ich mir jetzt aber nicht durchlesen. Trinity hat den Truck gefahren, der dich umgebracht hat. Deswegen das Geweine. Bin ich jetzt ein Geist? Während wir sprechen, ist ein richtiges Zimmer voller Kriminalpolizisten. Nichts, was du siehst, ist real. Okay, das ist echt ein bisschen creepy. Okay. Ich wusste, dass du es weißt. Du bist im Fegefeuer? Hau ab, Alter. Was? Du bist tot? Nee, eigentlich ja nicht. Ich bin verwirrt. Das ganze Spiel verwirrt mich. Im Spiel bin ich's, glaube ich, aber ja, nicht in echt. Guck hinter dir. And here is Lenny with your evening report. Thanks, Tom. I'm standing next to a police-filled highway, where just a few moments ago someone was struck by a truck. The victim had apparently spent weeks inside their apartment beforehand, their only interactions being a wave to their neighbor in the next building, which they repeated every night. Sadly, however, this neighbor won't be expecting any more waves, as the victim was pronounced legally dead earlier this evening. Okay, das ist heftig. Das ist heftig. Okay, im Spiel sind wir gestorben. Das war wahrscheinlich die Ex-Freundin oder so. Du kannst hier nicht für immer bleiben. Was ist das für eine Musik jetzt? Du musst weitermachen. Geh ins nächste Leben. Soll ich durch die dunkle Tür? Nee, danke. Hast du nicht schon genug gelitten? Ich verspreche dir, dass das Ende, das nächste Leben nicht so schlimm ist. Join us. Oh, wow. Klingt wie so ein komischer Werbespot. Sollen wir ins Licht gehen? Ich will aber nicht. Ich hab's doch hier so gemütlich. Ich hab hier noch meine Gruselpuppe, die hier wieder rumsteht. Okay, ich glaube, wir müssen einfach Abschied nehmen. Herzlichen Glückwunsch. Wir haben ein Badge bekommen. Also diese Jumpscares, Leute. Und die Story an sich ist schon echt gruselig. Die Sounds vor allem auch. Also ihr könnt mir mal gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das fandet. Fandet ihr nicht die Fragen auch total seltsam? Da frage ich mich wirklich, wie kommt man teilweise darauf? Ich habe auf jeden Fall noch ein weiteres Creepy-Spiel geplant, was ich unbedingt spielen wollte. Also freut euch schon, aber das wird auf jeden Fall ein bisschen länger dauern, glaube ich. Es wird aber noch gruseliger. Und ich würde sagen, wir sehen uns in meinem nächsten Video.